Ich wollte die andere Roman jetzt. Meine Schwester war ein Feind. Warum sage ich das so? Ich bin geboren in Hauptstadt in Tirana, in einem Land, wo zwei Revolutionen, in einem Land, wo das kommunistische Land war. Eigentlich normalerweise, dass die Demokratie war sehr klein für uns, weil um 91 war normalerweise, dass die ganze in 91 waren normalerweise, dass fast die alle Menschen weg in der Bundesrepublik Albanien und gleichzeitig geflüchtet. 3 Millionen Menschen, alle geflüchtet und dann fast 2 Millionen weg und 1 Million und die Bäume waren da dort. Ich und kleine Schwester sind unterschiedlich, weil eigentlich normalerweise, dass diese kleine Schwester haben die Ärzte gesagt, dass sie hat ein Geheimnis und dieses Geheimnis hat meine Mutter normalerweise nur mir erzählt, weil der Geburt von dieser Schwester, kleine Schwester, es war so sehr schwierig und kann normalerweise sehr viele Komplikationen in seinem Kopf geben und sein Beine oder sein Herz ist das nicht normal. Diese Frau wird in Zukunft normalerweise, dass die Ader sehr viel verkleinert und wird so wie eine Dorfvertrottel, wie eine Verrückte. Und eigentlich normalerweise ist das so passiert, weil eigentlich ich wollte, dass die Historie von dieser Schwester zu zeigen, aber ist sehr dramatisch, diese Historie, weil in 91 rufen normalerweise bei uns sehr viele Grieche und diese Grieche rufen das da dort mit Genehmigung von Botschaft und dann wir waren schon in einer Provinz, das heißt in einer Lokalität, wo der Enver Hoxha da dort gelebt, weil mein Vater war Professor und hat bei Rathaus da dort gearbeitet und dann gleichzeitig der Bürgermeister hat sehr viel Seriosität und war der rechte Hand vom Bürgermeister, weil viele Leute waren weg im Rathaus, fast 7 Jahre, aber nur er und der Chauffeur waren nicht weg. Darum hat der Bürgermeister ganz viel Vertrauen von meinem Vater und da alle Busse, das heißt die alle Studium von verschiedenen Studenten waren in Hände von meinem Vater, weil er wusste, dass der mein Vater ist keine korrupte Menschen und kann man nicht kaufen. Da sehr viel mit moralischen Menschen und dann kann man nicht kaufen. Aber ganz viele arbeitet in Rathaus der in Tirana. Und dann direkt bei wie ein Sekretär, zweiter Sekretär von Bürgermeister und hat der so Schwierigkeit zum Beispiel, dass seine Familie in letzter Zeit zu kümmern. Aber die kleine Schwester, und da ruft das jemand und ich konnte sehr gut Englisch normalerweise und meine kleine Schwester war richtig eine richtig miserablen wie sagen, Monster. Warum? Weil eigentlich ich war sehr ruhig, nur studieren und sie, Papa, hat sehr viele Probleme, schimpfen, zu Hause gekommen, mich normalerweise beleidigen und schlagen und dann immer draußen war immer wie eine Spionerin mit Kindern zum Beispiel in seinem Kopf, war total bescheuert und verrückt und von dieser Situation hat immer gehasst, weil immer draußen mit kleinen Kindern und die ganze Information von Gebäude Enver Hoxha oder diese Lajja sagen. Lajja heißt das in einer Lokalität wie die Straße zum Beispiel. Und von der Lokalität, wo wir da dort gelebt, nur die Reichen, haben wir Priorität, dass wir auch mit den Reichen da dort gewohnt, weil waren schon zum Beispiel im Innenministerium oder waren schon starke Rechtsanwältin im Bundeskanzleramt oder war normalerweise nur eine Kosovarin zum Beispiel, wo sein Mann ist erschossen zum Beispiel in Stuttgart und gleichzeitig von UdB oder KGB.
Und in diesem Moment haben wir Privileg, das in dieser Ecke zu leben. Aber hatte Papa sehr Schwierigkeit, weil er nur arbeitet Tag und Nacht und hat keine Zeit und wo kaum für die Kinder. Und darum ist diese Mädchen normalerweise, hat diese Situation nur in Straße zu leben. Aber ich war nicht so eine Vagabundin zum Beispiel in der Sinchenstraße. Bei uns hat immer geklopft, wo wohnt zum Beispiel eine Person? Und sie wusste das, die war die ganze Geheimdienstinformationerin für die ganze Lajja. Lajja sagen, die ganze Lokalität von Enver Hoxha Block zum Beispiel. Und er sagte, ich habe gesagt, ich weiß es nicht, kommt eine Familie mit einem kleines Kind, wo wohnt diese Familie, sagt. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und diese Familie hat im Stadion von Dynamo da dort gewohnt, so heißt das, ein großes Stadion von dieser. Und ich habe gesagt, ja, ich hoffe, dass meine kleine Schwester, sie wussten normalerweise, alle Leute waren schon bei meiner Schwester, weil sie wussten, dass die ganze Information von den Menschen wie eine Spionerin wussten, dass diese Leute wohnen da, diese Leute wohnen da, diese Leute. Große Schwester war sehr viel mit Moral und ich auch. Aber trotzdem, die Kleine war total so korrupt innen, das kannst du nicht beschreiben. Und in diesem Moment, Papa wollte mich, dass ich nur studieren und hat von einem Kurs zum Beispiel geschaltet, dass ich Stenografie zu machen, danach der andere Kurs von Computer, danach der andere Kurs von zum Beispiel von Skizze machen oder irgendwo etwas Häuser zu bauen und verschiedene Kurse, damit ich ein Genie von zu Hause. Und wenn das zu Hause gekommen, immer ärgert, weil sie hat das gesagt, ja, Mimi hat das gemacht, Mimi hat das, die Äpfel gegessen, Mimi hat das, diese, hatte immer gezündet, der Papa, damit der Papa immer nervös, zum Beispiel mit mir, und dann, oder mit anderen Schwester, und dann sie war die Gewinnerin, zum Beispiel. Und wenn die wollte das Geld, er hat immer geschimpft, ich brauche das Geld, ich brauche das Geld. Jetzt kommt das Thema, wo einmal normalerweise klingelt bei uns ein Telefon und dann sagen, do you speak English? Yes, all right. Wir wollen ein Kind so adoptieren, sagt er. Wir sind Grieche. Und alle Grieche haben die Kinder hier genommen und die Organe verkaufen dahin. Aber trotzdem, das war eine ganz grausame, skrupellose Situation. Und dann, Gott sei Dank, mein Vater hat eine Person organisieren, zum Beispiel, dass von seinen Nordalbaniern, dass diese Menschen bis nach Griechenland bei dieser Familie bringen. Und eigentlich wollte ich dahin gehen, aber Gott sei Dank war ich nicht dabei und mein Vater sagte, nee, Mimi, bleib hier, der soll normalerweise, dass die kleine Schwester da dort hingehen. Und dann war diese Schwester. Und diese Schwester war normalerweise in Griechenland, aber ich wusste nicht, dass sie zum Beispiel in dieser Griechenland-Situation lebte. Sie hat sie erreicht in eine große Familie, so ganz reiche Multimillionär, Elias oder irgendwo etwas, der war der zweite Boss von Athen. Und mit Flugzeug und Hubschrauber da und sie war normalerweise das, so man sagt, man adoptierte Kinder, aber sie war, weil sie konnte gar keine Kinder, aber sie war so wie eine Sklave da dort. Weil die Griechen haben sehr viele schlechte behandelt normalerweise, dass diese Emigranten von Albanien. Ganz schlecht, aber wegen der Papiere und musste normalerweise von Armut von uns. Sie hatte sehr viele Sachen so von Griechenland gebracht und Mama ein bisschen Freude. Aber sie war immer verrückt im Kopf normalerweise und dann gleichzeitig, wir wussten nicht, dass die Thema so von dieser Familie in Griechenland mit Multimillionärin, wie die Schwester zum Beispiel, die kleine Schwester konnte gar keine Kinder kriegen, hat die Mann genommen von seiner zweite Schwester und dann hat die Kind genommen von zweite Schwester. Das heißt, alles genommen, das Haus und dann zu und hat diese Frau wie Sklave gemacht. Und ich war schockiert
Und eigentlich normalerweise in letzter Zeit, die kleine Schwester war nicht so gut, sagte Mama. Wir müssen von Griechenland raus. Warum? Sie ist psychisch fertig. Sie wollte normalerweise von Villa von Elias, wollte unbedingt von oben unten schmeißen. Aber wo wir gesehen, dass sie im Flugzeug das gelandet, das heißt mit Flugzeug von Athen und überall da dorthin zu gehen, das waren wir so ein bisschen sprachlos, weil eigentlich normalerweise sie lebt in einem Paradies da, aber das war die Paradies vom Verbrecher da dort, weil eigentlich wie die kleine Schwester das organisieren, das Leben zur Hölle von der zweiten Schwester in Familie, so hat sie normalerweise organisieren auch hier in Bundesrepublik Deutschland. Und dann, das heißt, die Amelie oder die kleine Schwester von der Schwester genommen, die kleine Schwester, der reiche Millionär auch genommen und dann seine Kinder auch adoptieren, zum Beispiel. Aber das ist die Rache von Gott, dass diese Frau hat einen großen Unfall, der Kind hat einen großen Unfall, der Mann ist gestorben. Das heißt, die Rache von Gott war schon langsam bei dieser Frau. Und in diesem Moment, sie wollte normalerweise, dass meine kleine Schwester wollte unbedingt von dieser Villa weg, weil er hat keine Alternative mehr zu leben. Sie war so psychisch fertig, weil immer im Zimmer, Raum, Putzen, Menschen zu, das war eine ganz große Arbeit für sie. Trotzdem hat sie Geld gekriegt, aber die war schon jung. Und trotzdem hat sie Schmerzen überall so. Und seitdem hat sie normalerweise wollte zweimal in Griechenland von Balkon von dieser Villa von Multimillionären raus und dann sterben. Und wo das ich das gehört und sagte, bitte, bitte, bitte. Und wenn sie in Albanien gekommen, wir haben schon eine Monate hier alleine gelassen. Und dann fängt das an, eine zu verliebt, der andere. Und dann sehr verrückt mit einem jungen Mann. Und dann hat er betrogen, dieser Kerl, weil er war verheiratet, aber sie war so verliebt und seitdem war so degeneriert, diese Frau, und fängt das an, zu Monster zu werden. Und in diesem Moment musste ich normalerweise, dass die große Schwester hierher, wie eine Botschafter, die Tante hierher bringen, die kleine Schwester, die Tochter von der Freundin von Mama hierher bringen. Ich habe gesagt, machen Sie die Botschafter normalerweise da unten. Und dann gleichzeitig, aber ich habe das die geholfen, das hierher von der La Miserable da dort zu gehen. Aber ich wusste nicht, dass diese kleine Schwester zum Beispiel ist eine Falle oder ist eine Hölle für mich. Und sie kommt sofort verliebt mit meinem Ex, aber ich könnte nicht dafür, wenn der irgendwo meine Ex keine Moral, um mit meiner kleinen Schwester zu gehen. Er könnte machen, ich kann nicht keine Männer irgendwo anhalten und dann sagen, ja, hier ist die Grenze. Du kannst nie irgendwo einen Ehemann Monster zum Beispiel, wenn der will, wenn der hat eine Sucht, dass der fremd zu gehen, dann lassen das, weil du kannst doch nicht irgendwo etwas stoppen, weil eine Tage geht sowieso weg und so habe ich das die Theorie zum Beispiel immer so von meiner Oma oder von meiner Mutter, lass doch frei, egal, kann der Vögel irgendwo etwas, eine Tage bekommt das die Gerechtigkeit. Aber ich wusste nicht, dass der so tief geht, normalerweise mit kleiner Schwester, dass der irgendwo treffen und dann Sex zusammen machen. Habe ich nicht mitgerechnet und hinter dem Rücken normalerweise über mich alles organisieren. Ich war schwanger und in diesem Moment, sie war so neidisch und wollte unbedingt, das schwanger zu werden. Und dann habe ich dieser Arzt normalerweise das in Göttingen gezeigt, mit Stimulation. Und sie hat das auch, das da dort auch geschafft, zum Beispiel, dass ein Kind in der Welt. Und dann gleichzeitig, ich war schwanger und sie war so neidisch im Anfang, dass ich schwanger war, weil immer mein Ex wollte normalerweise das Richtung von Einbeck bei dieser Firma, Fahrradfirma, hat immer gearbeitet. Und meine Schwester wohnt in Dassel zum Beispiel. Und jeden Morgen, 5 Uhr, wo der mein Ex normalerweise bei Arbeit, ja, jeden Morgen war sie mit Sport und dann hat sie immer gemacht, dass mein Ex so ein bisschen looky-mucky, die dreckige Hure, Entschuldigung.
die dreckige Pisse. Und dann hat sie normalerweise, weil wir haben keine Moral so in Familie, das so zu zeigen, aber sie war richtig degeneriert in Griechenland. So degeneriert die Griechenland normalerweise die albanische Leute. Und nachher, wenn die irgendwo etwas in ihre Länder zu kommen, da sind so gefoltert und degeneriert, dass die Moral irgendwo etwas bis zum Ende. Die Griechen haben die, dass die Leute so verkaufen, alles im Puff normalerweise, dass es, wir haben das Angst irgendwo, dass diese Frau auch normalerweise irgendwo etwas geschickt, so in Geheimkanäle. Weil so degeneriert war von Griechenland, dass die und so irritiert, so vor Sex, das kannst du nicht verschreiben. Und ich holte normalerweise in dieser Zeit einen Übersetzerfreund und die andere so ein bisschen so von meiner Nationalität Leute so. Aber die helfen mir und ich habe gar keine irgendwo Sexaffäre. Sofort geht sie mit Leute, egal wenn sie irgendwo etwas wollte, unbedingt bei diesen Leuten entweder ein Kind oder Sex zu machen. Wo sie selber habe ich für sie normalerweise das mit einer Freundin von mir zu Eheberater und da habe ich einen ganz tollen Mann normalerweise gefunden, weil dieser Mann war die allerbeste Maler war und dann Detlef und der Kerl war ausgezeichnete Person normalerweise, war so ruhig mit Tiere, war sehr sauber Person, Maler und hat uns geholfen und diese, was wollte das diese Frau? Er sagte immer, sie ist aggressiv und immer normalerweise uff, 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 uff und zur Ruhe so, aber trotzdem, wir sind in Deutschland und sie müssen normalerweise das Ruhe und er laden einmal, nur die Onkel kommt, das, die kleine Onkel von Albanien, erstmal in Albanien und ich komme auch mit Auto da dort mit meinem Kind. Meine Ex-Mann hat es dann nicht genommen und ich wollte fast Baby geboren und in diesem Moment haben wir gespielt. Mama war dabei, mein Onkel war dabei, die Schwester war auch dabei, die große Schwester, weil Hälfte von Familie habe ich eingeladen mit Visum und Hälfte von Familie hat sie eingeladen mit Visum. Aber dass sie eine Psychopathin ist und dann war die Thema normalerweise von einem vorsichtig und ich habe das gesagt, weil meine Ex hat immer gesagt, deine Schwester ist doch hübsch, jeden Morgen treffe ich das. Ich habe gesagt, warum treffst du das? Boah, mach sie Sport, jeden Morgen. Boah, ich habe gesagt, wie kommt das, dass meine Schwester Sport dahin? Und ich habe so gefragt, ja, na und, sagt sie, was soll das? Wieso? Soll ich die Kutsche von deiner Ex normalerweise so ruhig behalten? Ich nehme nicht in Arm, ich beiße den nicht, sagt sie. Und dann, sie war so eine Terroristin, Rebellin in Worte, du kannst diese Frau nicht schaffen. In diesem Moment kommt das die Thema so und Mama war immer ruhig, weil die könnte nicht diese aggressive Frau, meine Schwester, Kleine, nicht akzeptieren und die war immer beliebt in Familie, ich war ein beliebte Kind und von dieser Hass, dass ich ein beliebte Kind war, normalerweise wo die ganze Geld, was der Mama bekommen von der Tante oder von den anderen Leute hat immer bei mir gegeben da, weil ich war normalerweise in diesem Moment sehr viel Armut, mein Ex hat sehr viel verdient, aber hat die Geld nur für die Hure zum Beispiel und nicht für seine Familie und für seine Kind zu kümmern. Wir waren nur bei Rote Kreuz in Uslar und er hat so 7000 D-Mark oder 8000 D-Mark und uns hat er uns verhungern gelassen. Ohne Geld von meiner Mutter, das von anderen Leuten gekriegt zum Beispiel, könnte wir und ich und mein Kind verhungert. Geld für die Hure hat er, weil so 30 Hure in der Klube normalerweise zu verhalten und eine Hure mit alle zeigen, dass sie Muschi. Ich war sprachlos, dass dieser Mensch zum Beispiel mein Ex-Monster, so Don Juan, das ist der, das habe ich nie mitgerechnet, dass die Menschen, die Deutschen sind sehr verrückt nach Sex und aber die so unmoralisch, da habe ich nicht mitgerechnet. Und dann hat er gefoltert, auch meine Schwester zum Beispiel, eine kleine Schwester, dass der Moral von dieser Frau total unterzugehen.
Und die Thema, wo der Onkel war normalerweise, haben wir die Gespräche, dass warum du normalerweise immer in dieser Uhrzeit musst du unbedingt normalerweise, dass deine Brust rauszuzeigen, jetzt und mit Sport laufen, 5 Uhr morgen und immer den Nachmittag, der jetzt nach Hause geht, weil Dassel oder Einbeck waren ein paar Kilometer, zum Beispiel bis nach Fernawalshausen, mindestens 30 oder 35 Kilometer, aber hatte keine Alternative, weil er arbeitet das in dieser Firma. Und in diesem Moment hatte ich keine Möglichkeit normalerweise zu kontrollieren, weil ich war schwanger und ich konnte kaum normalerweise in dieser Situation was zu tun. Und ich bekomme normalerweise eine sehr viel Ärger, dass sie wollte unbedingt seine Schwiegermutter umbringen. Ich habe gesagt, das geht nicht, und rufe ich bei großer Schwester und haben wir das dort eingeladen, auch sofort, weil warum will sie normalerweise, ja, weil sie hat meinen Pass normalerweise versteckt und dann denkt, dass ich verschwinde in Albanien. Aber ich habe gesagt, lass uns das dort, wenn sie verschwinden, das verschwinden. Du musst nicht irgendwo etwas, wenn ich könnte nicht dabei, meine Mutter und meine Onkel und die große Schwester nicht anhalten, könnte sie die Psychopathin, wo das diese Psychopathie zum Beispiel entweder von der Ärzte oder von Griechenland das bekommen, könnte sofort ab heute die Schwiegermutter tot. Sie hat normalerweise einen Rechtsanwalt Kripo angerufen, aber trotzdem, wir haben das beruhigt normalerweise, dass wir Albaner sind nicht keine Verbrecher, wir sind nur ein bisschen mit Blut zum Beispiel und so. In diesem Moment kommt das die Thema von Ex und dann sie geht da hoch und dann, was erwartest du das? Ich beiße nicht deinen Mann. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, was macht sie? Und ich habe so ein bisschen Rücken, so ein bisschen da unten und wollte ich Mama gucken. Und ich habe nicht gesehen, dass sie holt direkt im Tisch, da war seine Küche und das war seine kleine Zimmer, da war Küche, Wohnzimmer, alles, weil die haben schon, die beide haben da gewohnt in ein kleines Zimmer so. Und dann habe ich nicht gewusst, dass sie holt das die höchste Messer, größte Messer und direkt in meinen Rücken zu stecken, ohne meinen Onkel, weil Mama hat auch nicht gesehen, weil ich habe mit Mama Rücken so ein bisschen und wir haben da gesprochen. Und in diesem Moment holte das die Messer und wollte das mich töten. Und dann der Onkel sofort gesehen und sagt, und sofort seine Hand blockieren. Mein Onkel war sehr starker Boxer, weil mein Onkel hat normalerweise mich kennengelernt, dass wenn du irgendwo einen Feind willst, kommst du, dass ich lerne, dass die Boxer, und dann nur mit dem Kopf, der hat keine Chance, dass in der Straße oder am Arbeitsplatz, dass der Onkel zu bekämpfen. Weil der war richtiger Boxer, nur mit Kopf hat die Menschen normalerweise total kaputt gemacht. Nur mit einem Kopf da dort. Und der hat mir gezeigt, wie könnte ich das, wie eine Trainer das, wie kämpfen das, wie eine Löwen. Und höre ich, dass sie schreit. Und dann, ich habe gedacht, was? Und der wollte normalerweise, der Onkel war so viele verletzt von diesem Messer, weil der hat der dickste Messer, weil er hat 6 Messer in eine Holz so Schubladen. Und der dickste Messer holt sie und dann wollte das mich töten, im Rücken. Für was? Für eine Ex-Monster, wo mir der Sex gemacht in dieser Zeit und hatte mich nicht irgendwo etwas zu verbergen, aber trotzdem egal, wie kann das diese Schwester, ich habe das gesagt, ich habe dich geholfen, von einem miserablen Land rausgeholt, von Albanien normalerweise, von Armut raus, weil du wolltest normalerweise von einem Mann, wie eine Hure, ich habe dich hier geholfen, ich habe dich mit einem Mann kennengelernt, der ist ganz nett, habe ich gesagt, liebst du diesen Kerl nicht oder betrügst du das, diese Kerl, er macht gar keine Kinder bis jetzt, aber ich habe gesagt, meinst du das mit meine Ex, meinst du, dass die Kinder da dort, habe ich gesagt. Du bist bescheuert, habe ich gesagt. Und in diesem Moment war ich so sauer. Und dann haben wir diese Gespräche direkt in Auge mit meinem Onkel. Aber das hat nicht so bedeutet, dass diese
wo ich jetzt rede, dass für diese Romane ist ein Teufel oder Satan und er lässt das mich nicht und er läuft das überall in diese Zimmer, dass ich verhindert, dass diese Buch, aber ich mache das weiter. Und da habe ich mit meiner Schwester, wo ist das möglich, dass du, um das die Kinder mit meinem Ex zu bekommen und nicht irgendwo etwas mit deinem Mann? Ja, warum? Sie waren hübsche Kinder. Aber ich habe gesagt, woher weißt du das normalerweise? Ja, dein Mann ist hübsch. Du hast keine hübschen Männer bei mir gefunden. Wenn irgendwo könnte ein hübscher Mann wie dein Mann, da könnte ich das nehmen. Aber dieser Kerl, sein Kerl war normalerweise Detlef, war so schlank, so richtig ein rassischer, zum Beispiel eine Person mit langen Haaren, ganz hübsch. Ruhig normalerweise, aber mein Kerl war richtig ein Don Juan, er war nur hübsch im Gesicht, aber in der Körper war wie eine dicke Bombe, normalerweise meine Ex. Und da habe ich gesagt, wie kommt das, dass du mit dieser Kerl in Verbindung, habe ich gesagt, vielleicht hat irgendwo eine Hypnose über dich oder hat irgendwo ein Folter über dich. Und wo ich mit Messer und seitdem, ich habe diese Frau nie wieder getroffen. Zum Beispiel, und da sagte mein Onkel, ich, Bundesrepublik Deutschland, treffe ich nie einmal mehr, sagte, weil in diesem Moment, was ich erlebt in Bundesrepublik Deutschland, dass die Nichte von Nichte töten, das habe ich niemals erlebt. So geht das nicht. Wir sind keine Tiere, sagte, wir sind keine irgendwo etwas, aber wenn du irgendwo ein Problem hast, da kommst du zu mir. Und diese Frau, die Frau T. Wagner, hat normalerweise das kleine Schwester, ganze Familie total fertig gemacht, weil meine Ex hat diese Frau bezahlt, im Bett gekriegt, meine kleine Schwester, alle Freundinnen, Titania O., Geld gegeben, zum Beispiel in gefoltert, mit Mindkontroll, mit Spezialmethode von Geheimdiensten. Und diese Frau war so verrückt und alle Spionage, was ich zum Beispiel gesprochen mit meiner Schwester oder so gemacht, alle wussten normalerweise meine Ex. Und die Thema, wo ich wollte normalerweise, dass, wie hat das diese Frau, diese Mörderin, so klein, so ein Gesicht, diese kleine Schwester, das zu kommen in Gericht und dann gleich in Gericht. Ich wusste nicht, dass die Akte, in Akte steht das, dass nicht nur von der Pfarrer, evangelische Pfarrer in Fernabershausen, aber von meiner Schwester stehen die Akte, von guter Akte. Und ich war sprachlos, diese Akte hole ich später von Gute Akte in Holzminden, der Psychopath, das heißt der psychische Arzt da dort, wo wollte mich untersuchen von meiner Tochter Helena und gleichzeitig von meinem Sohn. Und er sagte, ja, wir haben schon von Theuta Wagner normalerweise, oh, die Akte, das kleine Schwester sagte, dass du wirst normalerweise von deinem Vater sexuell misshandelt und dann gleichzeitig misshandelt oder geschlagen. Ich habe gesagt, hä? Wie bitte? Darf ich das bisschen lesen? Und er wollte mir ja nicht geben, aber er hat exakt normalerweise das. Und in diesem Moment rufe ich bei meiner großen Schwester und ich sage, die Akte sind so, so und so, sagen das. Da sagte, und sie holt das, meine ich habe gesagt, rufen Sie bei meiner großen Schwester, das kann doch nicht sein. Und er ruft direkt in Österreich, in Graz, bei meiner großen Schwester Bielsa. Und er sagte, das kann doch nicht sein, sagte, meine Schwester ist nicht psychisch krank, sie hat die Kinder sehr gut versorgen, wir haben das geholfen, das, was die kleine Schwester sagte, ist eine Mörderin, sagte, das ist eine Verbrecherin, sagte, im Telefon. Und diese hat normalerweise der Herr Tilke, so heißt das, der Gutachter in Holzminden, wo die keine Beruf von Gutachter ist, nur eine Psychiater so, das heißt Psychotherapeutin war der und hat diese Hand normalerweise da dort, aber wo die Akte hole ich später von einem Anwalt in Hannover. Ich war sprachlos, was die Akte, meine Ex normalerweise organisiert, das hinter dem Rücken zum Beispiel, und die kommt in Gericht, die Madame, und wo meine Ex ist auch dabei, und wollten, dass mein Kind normalerweise direkt von der Saal klauen, in 2000,
Und wir sind getrennt und in diesem Moment, fünf Leute vom Jugendamt, da musste das Wagen, mein kleines Kind, das heißt 3 Jahre und 300,5 Jahre muss das Kind um Gericht wagen. Mit welcher willst du, wo das nicht erlaubt in Bundesrepublik Deutschland, aber mit meinem Kind ist sensationell, dass der so kleines Kind, dass der Richter musste fragen, sagte der Kind, Papa hat das Mama geschlagen, sehr viel, ich habe das gesehen, keine Spielzeuge. Und ich war so erleichtert, ich war so schön begeistert, dass mein Sohn mich gerettet und habe ich einen Kuss und ein ganz großes Auto hat er von mir zu Trecker bekommen, dass nur das diese Worte zu sagen, ich will bei Mama. Ich war so glücklich und erleichtert. Eigentlich leider normalerweise, dass in Bundesrepublik Deutschland, wenn Familie getrennt. Aber meine Familie haben die Geheimdienste. Und wo ich mit einem Informanten spreche, da rede ich, dass wie kommt das, dass meine Schwester ist so feind. Sie arbeitet normalerweise mit Geheimdienste. Und eigentlich alles meine Schwester, was in meinem Haus. Ich war normalerweise mit einem kleinen Haus in Dassel und hat das wollte ich eine Wohnung und von seiner Wohnung hat normalerweise, weil sie wollte mich foltern und fast tot mit meiner Ex auch zusammen, hat die ganze Karton, alle meine Wäsche, alles von oben ganz unten geschickt und dann ich komme mit Trecker, hole ich eine kleine Wohnung in Dassel. Ich mit Kinder haben wir sehr schwierig erlebt. Ein Monsterleben haben wir von dieser beiden Figur, das Ex-Schwester-Monster, Salafisten, Feinden, und dann von Ex-Monster, weil die beiden haben das organisieren, dass unsere Leben normalerweise das in eine Hölle zu gehen. Und von der, wo ich wollte, dass in Dassel in andere Wohnung, hatte Gott mich geholfen. In diesem Moment kommt eine Nachbarn und dann mit einem Trecker und dann sieht das meine Schwester 6-7 Karton alles von der Fenster raus, der sich schockieren. 6 Leute und meine Freundin sind schockieren, dass von dieser Psychopathin Schwester, dass die alle meine Karton schmeißte von oben in 3. Etage ganz unten. Und dann, damit ich normalerweise, warum bin ich weg von seiner Wohnung? Sie war richtig eine skrupellose Frau, weil sie hat normalerweise mit alle meine Freunde, ich hatte gar keine Sex, ich hatte einen Übersetzer normalerweise, das eine Ibrahimovic, und der war schon in Göttingen Übersetzer. Ich hatte normalerweise von international so von Göttingen auch eine. Ich hatte normalerweise das eine Fahrer in Einbeck, alle auch mit der Kontakt und sexuell, weil sie konnte nicht schreiben, sie war so unruhig und sehr viele illegale Heimarbeiter von einer Frau, von einer Polizistin. Was war für sie normalerweise die kleine Schwester in der Zelle, dass sie schwarz arbeitet, weil sie hat eine Polizistin in seiner rechten Hand und die Polizistin hat 2 Söhne und sie könnte normalerweise diese Tanja, Polizistin könnte normalerweise das in Einbeck, könnte nicht seine Kinder in den Griff bekommen. Und meine Schwester war so starke Diktatorin, sie könnte normalerweise mit Kindern sehr gut umgehen. Und diese Tanja bekommt normalerweise das, die ganze Information von der Polizei und die ganze Information von Geheimdiensten und geht bei meiner Schwester. Und meine Schwester kümmert, dass die Kinder von reichsten Personen von Dassel, zum Beispiel ein Polizistin oder Bürgermeister oder von der Kirche, überleg mal, mit dieser Insolvenzperson von der Kirche hat der Sex gemacht und er hat das diese alles von der Kirche Person, zum Beispiel Sozialarbeiter, wo alle Papiere von meiner Schwester fertig. Und wo sie normalerweise mit einem Mann war und verheiratet. Und er kommt, dass die Thema nicht mich die Messer in den Rücken zu schicken, weil die große Schwester war auch dabei, aber wollte normalerweise auch seine Schwiegermutter auch tot zu machen.
Und wir haben keine Kontakte mit dieser Madame, weil seitdem, dass diese Situation, diese Inzidenz zum Beispiel mit der Onkel gemacht, haben wir keine Kontakte mit dieser verrückten Person. Und haben wir gedacht, am besten. Und danach hat sie erzählt, Mama mich, dass sie normalerweise, dass die Ärzte gesagt, diese Frau wird in Zukunft normalerweise eine verrückte Person, weil seine Gehör ist nicht in der Geburt, ist nicht normal. Das heißt, ist eine, wird so eine psychische Frau belastet und seine Blut geht nicht so viel in Herz, in Ader. Und sein Herz läuft nicht so viel so und ist wird normalerweise in Zukunft, dass diese mit sehr vielen Problemen, zum Beispiel mit Gewicht und so weit, und seine Füße waren so radikal, so andere Seite, wie noch nie ein Kind so gesehen, mit den Füßen zum Beispiel, und haben wir eine Kur gemacht, so Mama hat eine Kur, Spezialkur mit diesem Kind gemacht, aber trotzdem eine Ärzte, zum Beispiel, wo in USA diese Ärzte waren schon zum Beispiel sehr viel begrabt, aber in Beirut lässt er nicht diese Ärzte, gute Ärzte in Hauptstadt in Tirana, Poletzte, normalerweise in andere Länder zum Beispiel wie kleine Lokalitäten Laci oder irgendwo Elbasan oder, und er hat das gesagt, dass diese Kind wird in Zukunft normalerweise eine unnormale Person. Aber ich wusste das von dieser Situation, aber ob das große Schwester wusste das, und die fängt das an normalerweise, das mich zu hassen. Die fängt das an bei Gerichte hinter dem Rücken, das über mich zu schreiben, dass ich bin vergewaltigt vom Papa. Und der Papa, wo das diese Brief oder diese Akte zu lesen, war so schockiert und hat mir 1.000 Euro gegeben. Da war der beste Papa der Welt und hat der Papa auch in eine Falle gebracht und hat der Papa direkt einen Brief geschickt bei dem Gericht hier, der höchste Gericht hier in Göttingen oder in Nordheim, das kann alles sein, sagte Blutrache oder so, aber nie in Bundesrepublik Deutschland ein Professor, dass der Vater ein Kind vergewaltigt, das würde eine Schande hier sein. Sofort Familie macht das tot, diese Person. Da hat keine Chance, zum Beispiel, wenn der eine Vater vergewaltigt, ein Kind in Albanien. Und von dieser Situation hatte mit meiner Ex das organisieren, dass diese ganze Geschichte, und noch eine Frau, zum Beispiel in Bartles, diese Frau war auch so korrupt. Wie konnte das diese Ex-Monster mit meiner beste Freundin, Sozialarbeiterin, wo mit einem Amerikaner geheiratet und gleichzeitig Sex mit meinem Ex gemacht, Monster. Und in diesem Moment, diese beide Figuren, zum Beispiel, haben die das geschafft, das mein Kind wegzunehmen. Und er sagte im Gericht in 2000, ja, Frau Mimosa ist psychisch krank und kann keine mehr Kinder kriegen. Und im Gericht fragte die Richterin Seel, die Nordheim, das vergesse ich nie in mein Leben, dass diese korrupte Richterin, und dann war meine Schwester dabei auch, und er sagte, sie sind der kleine Schwester, und sie haben normalerweise eine andere Information bei uns gegeben, sagte die Richterin. Wie kommt das sie normalerweise hier? Ich wollte das normalerweise Mama, aber Mama kann nicht so gut Deutsch, habe ich gesagt. Und sie kann ein bisschen paar Worte Deutsch. Okay, sagt sie. Und diese Sozialarbeiterin Frau Bartles, wo normalerweise sehr viel in Sexualität misshandelt mit meinem Ex. Wo wir geheiratet, sagte meine Mutter, deine Ex, dein Mann ist ein Monster, sagte, ist ein Kriminell. Warum? Der liebt dich nicht. Heiratet meine Tochter nicht heute. War normalerweise, ich vergesse nicht. Und diese Dezember 2095, heiratet meine Tochter nicht, weil dieser Kerl ist ein Kriminell. Warum?
weil immer geguckt normalerweise, dass die Frau Bartles, diese meine beste Freundin, Sozialarbeiterin, ich wusste normalerweise, dass die beiden haben auch ein Verhältnis. Aber dass der so Don Juan und die Frau sofort im Bett kriegen, mit Folter von Geheimdiensten, habe ich nie mit gerechnet, weil vermutet, entweder hat irgendwo etwas die Penis gezeigt, dass ich habe große Penis, oder hat normalerweise das irgendwo in Geld, in Macht, weil das kann doch nicht sein, oder Hypnose, oder mit Geheimdiensten haben die das versuchen, dass welche Fehler haben diese Person, und sofort mit diesen Fehlern hat die organisieren, dass diese Menschen zu. Und wo sie wollte normalerweise, dass die kleine Schwester und meine Schwiegermutter umbringen, danach ist der Kripo alarmieren und alles, weil später sie bekommt normalerweise das eine Kind, aber ich weiß es nicht, von diesem Arzt zum Beispiel in Göttingen. Und von diesem Moment sage ich, komme ich mit meiner Schwester, weil der ruft mich Schwiegermutter und er sagte zum Beispiel, das will umbringen, das meine Mutter. Das heißt, der Mann von meiner kleinen Schwester wollte umbringen seine Schwiegermutter. Und er ruft mich Detlef und er sagte, er will umbringen meine Schwiegermutter, meine Mutter. Ich habe gesagt, wir kommen normalerweise für 20 Minuten, ich und große Schwester, wir sind da. Und waren wir da und die Psychopathin hat ein Messer, versteckte Messer und wollte, dass diese umbringen die Schwiegermutter in sein Haus. Die haben die Kripo alarmiert, seinen Pass genommen, Pass für sein Kind auch normalerweise genommen. Und dann haben wir beruhigt, dass die Schwiegermutter damit nicht die Einsatzkommando kommt, dass, weil er hat gesagt, Detlef, ich rufe das Einsatzkommando. Und Detlef, der Maler, kannte sehr viele Polizisten da, aber die kleine Schwester Wagner kennt auch normalerweise die Polizistin und hat sehr gute Hände da dort, Sonja oder Tanja. Und so waren normalerweise seine Hände auch in gute Hände in Verbindung. Die ganze Information, was der die Einbecker-Polizisten zum Beispiel gemacht, hat sie die ganze Information meine kleine Schwester da dort und dann, wo ich mit einer Person zum Beispiel von nicht von der Kripo, der es war so ein Informant und erzählt mir, was der meine Schwester, kleine Schwester mit Geheimdienst von meinem Ex-Monster und gleichzeitig sehr viel gefoltert, dass alle Personen zum Beispiel von meiner Familie, wenn von diese Geheimdienste zum Beispiel so lange gefoltert, bis dass die tot sind. Das heißt, ich bin in Todesfalle von meiner Ex und ich bin in Todeskreuz zum Beispiel auch von meiner kleinen Schwester. Nur Gott hat mich gerettet, egal wenn die Geheimdienste oder die kleine Schwester oder meine Ex-Monster so viele Morde organisieren über mich, aber der Gott ist groß. Der Gott ist der Macht von allen Mördern. Und dann in diesem Moment hatte ich ganz schlechte so und ich wollte das von Dassel unbedingt weg, weil sie hat das diese kleine miese Schwester, die ganze Familie kaputt, alle gesagt, dass ich bin geschieden von die Ex und dann ich bin schuldig, dass ich fremd gehe, alles gelogen, dass ich vom Vater vergewaltigt, dass ich von verschiedenen so Menschen, das heißt, da waren die Folter von Geheimdiensten, dass mich diskreditieren, dass ich eine Hexe bin, dass ich eine Spionerin, ich habe direkt von meiner kleinen Schwester kommen die Worte, dass ich war normalerweise eine Spionerin von Enver Hoxha, wo ich habe nur im Kongress gearbeitet, wo ich habe nicht mit Enver Hoxha, weil ich habe nicht erlebt die Enver Hoxha, das heißt, Enver Hoxha hat früher ist gestorben, aber seine Sohn normalerweise, dass Sokol oder die anderen waren zum Beispiel in Kongresse und ich habe in diese Kongresse gearbeitet wie eine Sekretärin da dort und gleichzeitig die haben sehr viel Respekt für mich, weil ich war die einzige Sekretärin, wo überall in Kongresse zum Beispiel könnte mich nicht irgendwo für Moral oder könnte ich nicht mit einer so flottern oder mit anderen. Ich habe nur gearbeitet und darum haben die alle Respekt für mich, aber ich habe nicht von Enver Hoxha gearbeitet, ich habe nicht von Geheimdiensten gearbeitet, ich habe nicht irgendwo etwas von Spionen gearbeitet.
arbeitet niemals, weil mich kann kein, ich bin unsterblich und ich kann keine Spionerin werden. Niemals in meinem Leben. Ich war nur eine Journalistin und ich wollte normalerweise eine Familie gegründet, aber meine Familie vom Geheimdienst war alles gefoltert, damit das mich fertig, nur wegen des einen Film von Kosovo, weil ich wusste das nicht, weil dieser Film von Kosovo mit der Beteta des Zeitung war. Das heißt, dieser Titelfilm von Kosovo, das Krieg von Kosovo, war Udebeja, Geheimdienste, BND-Spionage und die CIA, alles zusammen in Kooperation, das mich fertig zu machen. Darum habe ich, dass dieser Film fand nach 20 Jahren normalerweise das in Veröffentlichung. Aber trotzdem, das habe ich nie mitgerechnet, dass meine Schwester ist ein Feind, meine Schwester. Und immer normalerweise, ich war sprachlos, weil sie war so eine große Salafistin, das heißt sehr viel muslimisch gebunden. Wir waren in einem Atheistenland. Wie kommt, dass diese Frau so in ein Atheistenland und jeden Freitag oder jeden Abend musste normalerweise mit der Perche so ganz schwarz anzogen wie die Fanta Morgana und dann mit den Kleidern so wie die Muslime. Ich habe nicht dagegen, ich habe sehr viel Respekt für Muslime normalerweise, von allen Religionen der Welt, egal ob der Buddhist, Muslime oder katholisch, orthodox, Evangelist ist oder indisch oder egal, ich habe von allen Religionen sehr viel Respekt, aber dass diese Salafistin normalerweise und wo die Polizistin das gesehen, dass sie ist sehr viel gebunden zum Beispiel mit Islam und dann wie eine ISIS-Terroristin so und die Leute sehr viel bedroht, das heißt, die Tanja und die Polizistin oder die Sekretärin vom Bürgermeister oder von Staat, die Lehrerin, haben die wie eine Boxerin diese, weil sie hat gar keine Kontrolle im Kopf. Wenn wollte mit einer kämpfen, hat so gekämpft, weil war normalerweise gekämpft wie eine Boxerin, weil viele Albaner lernen so von Kindheit Boxen, damit keiner uns vergewaltet jemand oder keiner uns normalerweise das zum Beispiel anfassen. Darum haben wir sind die Albaner so sehr stark und sehr rebellische Volk. Das heißt nicht so bedeutet rebellische Volk, aber wenn einer kommt in Blut, da können wir kämpfen wie eine Löwen von unserer Moral und Charakter. Und in diesem Moment, diese Psychopathin, Schwester, kleine Schwester, war so wie eine Verrückte. Und darum, Tanja hat normalerweise benutzt, wenn irgendwo Ärger mit jemand in einem Dorf oder in Dassel, sofort ist hingegangen und hat diese Leute platt gemacht. Das heißt, sie war so eine Rebellen-Salafistin und alle Leute in Dassel verrückt gemacht und die kennt jeder. Und alle gesagt, dass ich bin eine Muslimerin-Salafistin. Und alle haben Angst an sie. Ich komme bei Italiener, da dort unten ist ein Eisdealer in Dassel. Und wenn ich komme, diese Frau, ich mach das nicht. Die ist eine verrückte Frau. Keiner macht jetzt seitdem was mit dir gemacht, so, dass die Karton ganz oben unten geschmissen und über dich ganz schlecht gesprochen, dass ich eine Hexe bin, wo ich habe noch nie gelernt, eine Hexe, weil meine Oma war eine heilige Person, aber sie hat in Hexerei gelernt, normalerweise in Griechenland, dass wie eine Schwester, wie eine kleine Schwester mit der großen Schwester gemacht, so hat identisch diese Rolle, dass sie wollte, oh, dass die Kind, Helena normalerweise, weil sie könnte keine Kinder mehr kriegen und sie hat irgendwo die Gebärmutter raus, nur ein kleines Kind hat so mit einem Arzt gemacht und die haben das, die Ärzte, du kannst sterben normalerweise, du kannst kaum keine Kinder mehr kriegen und seitdem fängt das an wie ein Verrückter, Sex mit Männern zum Beispiel, fremd geht mit alle meine Freunde, das heißt, wenn mit Übersetzer, mit meine Ex, mit dem Fahrer von Insolvenz da dort in Einbeck, mit Doktor, mit alle, mit meinen Vermieter, mit alle Sex gemacht. Und dann,
Wie kommt das, dass von unserer Familie, das ist eine Schande normalerweise, dass diese verrückte Frau, gelernt von Griechenland, von Kindheit mit einem Miserable, dass der so zum Beispiel mit Gewalt so seine Schwester zu bekämpfen, das ist eine grausame Geschichte, dass diese Salafistin. Und er zeigt, dass das jeder Abend normalerweise, ich bete mit Gott, mit Allah. Aber wenn du betest mit Gott und Allah, Allah sagt nicht, dass du deine Schwester normalerweise das ermorden mit Messer. Der Allah, weil ich habe einen Brief geschrieben und sie war total verrückt. Der Allah oder der Koran sagt nicht normalerweise, dass du deine Schwester, alle seine Freunde normalerweise Fremdgefügel und dann Sex machen. Du solltest nicht seine Tochter normalerweise das adoptieren und dann seine Tochter zu klauen. Und dann, du solltest nicht in der Akte von seiner Schwester sagen, sie ist psychisch krank, sie ist Hexe oder sie ist vergewaltigt von seinem Vater. Du solltest nicht irgendwo, wenn Allah sagte, du solltest deine Schwester in Schutz nehmen und nicht mit Geheimdiensten gearbeitet. Mit einem Informant, wo jemand irgendwo, das kann ich nicht in diesem Buch zu zeigen, dieser Informant war normalerweise das eine, wie sagt man, Roma-Geschichte, aber eine Fahrer hat mir diese Informant und diese Geheimdienst zeigen. Und der hat das mir gezeigt, weil die CIA, die Geheimdienste, wie sie arbeiten, zum Beispiel mit deinem Ex, die arbeiten auch mit deiner Schwester. Sie wusste, dass alle Informationen innerhalb einer Minute, wo ich Ärger mit einer Kosovo-albanische Frau, zum Beispiel, weil ich habe dieser Roma-albanische Frau geholfen, aber meine Schwester hat sie aktivieren und mit seinem Mann Sex gemacht. Und dann hat sie gesagt, dass dieser Roma, gehen Sie in das Auto von meiner Schwester und sagen Sie, sie wollte uns umbringen. Und seitdem hatte ich das Führerschein von einem Alkoholiker Richter in Einbeck, wo ist heute Rentner, habe ich das für Führerschein weg und sehr viel Anzeige von Einbeck. Und bis jetzt leide ich normalerweise von diesen Geheimdiensten, zum Beispiel in die Anzeige, dass ich wollte überfahren. Aber ich war mit 4 Zeugen im Auto. Ich hatte meine beiden Kinder und ich hatte nur 2 Personen. Das heißt, ich hatte mehrere Zeuge als die Roma-Familie oder von meiner Schwester Spionen oder von meiner Ex, damit ich Führerschein oder damit ich irgendwo im Gefängnis. Aber die haben 1000-mal geschafft, dass mich ermorden, aber die haben nicht geschafft. Und er sagte, deine Schwester hat in alle deine Haare Mikrofon über dich, sagte, die hat alle Geheimdienste normalerweise organisieren, dass du, egal wo du hingehst in Bundesrepublik Deutschland, dein Ex-Monster, der überwacht dich. Und wirklich war so, wo ich normalerweise habe ich gedacht, okay, ich gehe von Dassel, habe ich die Schnauze voll, nur zum Beispiel, da gehe ich jetzt irgendwo in Süddeutschland. Und da war auch normalerweise eine Hölle, weil die Geheimdienste haben die jede Ecke von Bundesrepublik Deutschland mich nicht frei, bis dass die mich gefoltert, Kinder weggenommen, geklaut mit meiner Ex, mit meiner Schwester, so ganz schwierige Situation, dass ich werde normalerweise von meinem Vater misshandelt, wo mein Vater hat mich so viele geholfen, weil diese Dorfertrottelschwester, diese miese Schwester, hat mein Vater normalerweise das gesagt. Du soll normalerweise, Frau Wagner, nicht immer in der Straße sitzen und neue Spionen rekrutieren, weil du wirst so wie eine Agentin, aber am besten so soll normalerweise in Schule gehen und mein Vater von einer Schule wechseln, weil mit Professoren geärgert, von anderer Schule gewechselt, mit anderen Professoren geärgert, von anderer Schule gewechselt, mit anderen Professoren gewechselt. Das heißt, diese Frau war eine verrückte Frau Salafistin. Meine Schwester war ein Feind, aber was soll ich machen? Ich könnte normalerweise die ganze Geschichte. Jetzt hat sie normalerweise die ganze Familie hinter dem Rücken von mir mit Geheimdienste und Ex-Monster. Jetzt hat meine Tante von Brüssel alle Erbe zum Beispiel genommen von meiner Mutter und von meinem Vater. Alles genommen mit Betrügerei und dann ohne meine Unterschrift. Was soll ich machen? Gott vielleicht schenkt irgendwo eine Tage eine kleine Wohnung oder irgendwo wieder zusammen, dass die Familie
aber das ist ein Schicksal, dass der Gott so, warum hat mich Gott so gehandelt in so, in diese neofaschistene Männer oder Freunde oder in diese, da sage ich, dass ich sage nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland ist schlimm, aber ich war so gefoltert hier in Bundesrepublik, misshandelt, diskriminieren, rebellieren und alles, auch von meiner Familie, nicht von meiner Mutter und von meinem Vater oder von meiner Oma, aber von meiner kleinen Schwester. Und dann wurde ich sehr viel misshandelt und dann sehr viel diskriminieren und von meinen Ex und die Geheimdienste. Und dieser Informator hat mir gezeigt, dass die arbeiten zusammen, KGB zum Beispiel, CIA und dann gleichzeitig mit UdB, weil die drei koordinieren normalerweise das alles, die Leute von Balkan und dann mit der Sprache. Aber Thomas Krupp ist normalerweise der größte Verbrecheragent, weil diese Person aktiviert, dass die Polizisten, alles normalerweise, was hier in Bundesrepublik. Darum sage ich, die Geheimdienste sind der größte Verbrecher. Meine Schwester war ein Feind, aber sie bleibt ein Feind für mich. Und immer beide Leute sagen für mich, ich bin gestorben für sie, weil sie wollte das unbedingt mich tot eines Tages. Meine Tochter wollte auch normalerweise in einem Beck mit Jungtante das adoptieren. Mich hat normalerweise gefoltert. Mich hat er überall gezeigt, ich bin Dorfertrottel, ich bin Psychopathin, meine Vater sehr viel geschlagen, ich wurde sehr viel misshandelt im Kopf. Zum Beispiel, wenn sie sagte ganz, ganz, ganz schlimme Worte. Po wo diese Psychopathin? Po sie war sie Psychopathin? Weil eigentlich, mein Vater hat immer in eine Schule geschickt und von einer anderen Schule sehr viel geärgert, 5, 6 Schule gewechselt. Sie hat auch Gymnasium noch nicht fertig. Wir haben in Griechenland geschickt, normalerweise da dort. Die hat eine ganz schlimme Familie, mördische Familie da dort kennengelernt. Und die gleiche Phase, was sie normalerweise mit der großen Schwester gemacht, die gleiche Phase hat sie auch mit der großen Schwester hier, weil ich war für sie die zweite Schwester und die große Schwester und sie hat die gleiche Methode da dort. Das heißt, die war so unbeliebt normalerweise jetzt letzte Zeit, aber trotzdem, sie hat in der Hand, dass meine Familie kaputt zu machen, weil solange sie lebt zum Beispiel, da würde ich normalerweise eine Tage der Gott diskreditieren, weil eine Salafistin, Mörderin, Schwester brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe, wenn sie mich nicht liebt, da liebt mich der Gott oben. Und wenn keine Menschen oder die Geheimdienste oder die Mörderin, Schwester oder Ex-Mörder mich nicht lieben, da liebt mich der Gott. Ich bin unsterblich. Und wenn die versuchen, mich zu foltern mit Geheimdiensten, mit Methode von Flugzeugen, Mindkontroll, psychisch mich fertig machen, das schaffen die nicht, weil ich bin unsterblich. Ich bin Gottes Kind.